Hallo liebe Assassin's Creed Fans, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Figuren-Unboxing-Video im Assassin's Creed-Universum. Ja, und ich habe schon wirklich viele Assassin's Creed-Figuren zu Hause stehen, aber eine komplette Reihe hat mir fast komplett gefehlt, nämlich die Legacy-Büsten-Figuren. Die haben mir alle gefehlt, bis auf eine einzige, die habe ich gehabt, nämlich die Ezio Auditore, die alle erst vorauskam. Die haben wir gleich gekauft. Gott sei Dank, denn die ist wirklich im Preis gestiegen. Alle anderen habe ich noch recht günstig bei eBay ersteigern können. Gott sei Dank. Und ja, in dem Video möchte ich euch gerne alle mal vorstellen. Hallo, liebe Assassin's Creed Fans. Hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Figuren-Unboxing-Video für euch. Und ich bin ja wirklich sehr großer Assassin's Creed-Fan, habe alle Spiele durchgezockt, wirklich alles komplett auf 100% gespielt, habe auch fast alle Figuren von Assassin's Creed, bis auf ein, zwei, die mir noch fehlen, von eben verschiedenen Spieleditionen noch da, aber die größte habe ich meistens immer zu Hause stehen. Aber eine komplette Figurenreihe bzw. Büstenreihe habe ich komplett nicht gesammelt, bis auf eine einzige Figur, die allererste, nämlich die Legacy-Büstenfiguren, die fehlen mir alle, nämlich die 6 Büsten insgesamt von den ganzen großen Assassinen. Und die allererste habe ich schon da gehabt, und zwar die von Ezio Auditore. Und da bin ich auch sehr froh, die gleich gekauft zu haben, denn die ist extrem im Preis gestiegen. Also ich habe die wirklich bei eBay für 200 Euro dort stehen sehen oder gesehen, also völlig übertrieben die Preise. Alle anderen, die ich hier ersteigert habe, waren noch zu humanen Preisen, also wirklich extrem guten Preisen. Und ja, in dem Video möchte ich euch mal alle komplett zeigen. Ich zeige euch erstmal die Verpackung von jedem Einzelnen und dann packe ich sie alle nach und nach aus. Und dann schauen wir uns natürlich an die Figuren nochmal ganz genau an. Und würde mal sagen, wir fangen einfach mal an mit dem allerersten, nämlich dem Ezio Auditore. Mit dieser hier. Und die habe ich mir auch gleich direkt am Anfang gekauft. Habe die auch mit Originalverpackung auch noch hier. Deswegen ist ja hier auch nochmal original eingepackt. Für euch extra eingepackt nochmal. Und wirklich sehr schöne Figur auf jeden Fall auch. Sind 19 cm groß, diese ganze Figuren. Und eben hier eben Legacy Collection, die unten drauf. Und von jedem dieser Figuren gibt es eben, von diesen Figuren im Spiel, gibt es eine Büste. Die gibt es auch nochmal in Bronze gegossen. Aber die gefallen mir jetzt persönlich nicht so. Deswegen gelang eigentlich die ganz normalen mit diesen schönen Verzierungen. Passt einfach perfekt. Ja, hier haben wir jetzt den Ezio aus Assassin's Creed 2. Hier schon mal ein Bild von ihm und hinterher schon mal ein kleines Vorschaubild, wie die Figur ausschaut. Man kann bei jedem den Sockel abnehmen, warum auch immer, ich weiß es nicht, denn Sockel ist eigentlich völlig Pillepalle, oder eben, dass man die Figur auch ohne Sockel hinstellen kann, kann auch möglich sein, aber ja, nicht wirklich unbedingt so zwingend nötig. Und hier noch ein bisschen Informationen dazu. Charakterbeschreibung: Ezio Auditore da Firenze ist ein junger italienischer Adliger, der die Wege der Assassinen beschreitet, um Rache zu üben, nachdem seine Familie verraten wurde. Er ist ein Frauenheld, ein Freigeist, der von Elan sprüht und sich eine sehr menschliche Seite bewahrt hat. Ja, das ist der Ezio Auditore. Und dazu stellen wir wieder kurz ab und dann geht es dann gleich weiter zu der nächsten. Die kam eben 2015 raus, die Ezio Auditore Figur. Und jetzt haben wir hier eben dann die Legacy Edition mit Ezio als Mentor aus dem Spiel Revelations. Hier ist schon ein bisschen gealtert. Der Ezio ist eben die zweite Edition, die jetzt rausgekommen ist. Von diesen, das kam 2016 raus. Die Figur ist auch 19 cm groß. In dem Ding sieht man jetzt nicht sehr viel. Hier schon mal eine Seitenansicht von der Figur, von den Teilen. Und auch hier schon mal eine kleine Übersicht von der Figur. Und hier nochmal von hinten. Und auch hier ist auch was dabei. Auch das würde ich gerne mal vorlesen. Ezio Auditore ist ein italienischer Adeliger, der sich für den Weg der Assassinen entschied, um den Verrat an seiner Familie zu rächen. Nachdem er Italien vom Einfluss der Borgia befreit hatte, begab sich Ezio auf eine persönliche Mission, um die Ursprünge des Assassinenordens zu ergründen. Jetzt als 52-jähriger Meisterassassine führt ihn sein Weg nach Masyaf und Konstantinopel, wo er sich auf den finalen Kampf gegen die Templer vorbereiten muss. Ja, das auf jeden Fall jetzt hier die wunderschöne Edition von der Ezio Mentor Edition Büste. Und auch die stellen wir kurz mal zurück. Und dann kam natürlich auch
im selben Jahr nochmal dann die Altair-Edition raus. Ebenfalls hier auf 19 cm groß gemacht worden. Auch diese Figur ist noch recht gut günstig zu bekommen bei eBay, wenn man Glück hat. Und so schaut eben die Figur aus. Ist vom allerersten Spiel natürlich auch. Also hier wurde auch dieser versorgt. Und auch hier schon mal eine kleine Ansicht von der Figur. Und auch hier gibt es eine Charakterbeschreibung. Während des dritten Kreuzzuges im Jahre 1091 wird Altair Ibn La'ahad zum Mentor des Assassinenordens. Mit Hilfe seines Adlerauges kann er jede Bewegung seiner Gegner antizipieren. Sein unermüdlicher Kampf gegen die Templer wird den Assassinenorden zum Höhepunkt seines Ruhmes führen und bis zum heutigen Tag eine Inspiration für die größten Assassinen der Geschichte bleiben. Ja, hier eben der gute Altair aus Assassin's Creed 1. Ja, und dann geht es im Jahre 2017 weiter und da kam dann Assassin's Creed 3 raus und hier haben wir auch dann schon die Connor-Figur, auch Connor Kenway. Auch die schaut sehr cool aus. Wir haben hier auch ein paar Pfeil und Bogen, zumindest die Bogen, Pfeile haben wir hier stecken am Köcher. Und hier nochmal von der Seitenansicht, so schaut die Figur von so aus, eben Assassin's Creed 3. Und auch hier haben wir eine Charakterbeschreibung. Tief im Herzen von Amerika, das im 18. Jahrhundert noch ebenso rau wie schön ist, braut sich in 13 Kolonien eine Revolution zusammen. Hier wird Ratun Haketon, der neue Held von Assassin's Creed 3, geboren. Als Sohn einer indianischen Mutter und eines britischen Vaters nimmt er bald den Namen Connor an und kämpft inmitten der entflammten Revolution für Freiheit und Gerechtigkeit. Ja, auch das eine sehr schöne Figur, auch 19 cm groß. Und dann geht es gleich mal weiter mit einer richtig sonderschönen Edition, wo man noch nie eine Figur gehabt hat, nämlich von Liberation. Und wir haben hier eben die Evelyn de Grande Padre. Diese Figur ist eigentlich die allererste Büste von diesem Charakter. Das Spiel kam eigentlich nur auf der PS wieder raus, aber auch noch dann noch nachträglich auf der Xbox 360 und auf der PS3. Jetzt, nachdem Odyssey rausgekommen ist, wird es zwar auch noch ein Update geben für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One. Darauf freuen wir uns auch schon sehr. Auch diese Figur hat das Spiel auch gespielt, ist ein recht kurzlebiges Spiel, aber hat mir auch trotzdem sehr gut gefallen. Auch diese Figur ist 19 cm groß, auch mit abnehmbaren Sockel. So schaut sie aus. Und nochmal hier nochmal dann schon mal ein Bild von der Büste. Und auch hier gibt es eine Charakterbeschreibung. Wir schreiben das Jahr 1765, während die Ereignisse im Norden auf die amerikanische Revolution zusteuern, planen spanische Truppen im Süden der Kontrolle über Louisiana zu übernehmen. Doch haben sie nicht mit Evelyn gerechnet, eine tödliche Assassinin, die jede Waffe und jede Fertigkeit im Arsenal nutzt, um für die Freiheit ihres Lebens und ihres Volkes zu kämpfen. Als Assassine befindet sich Evelyn schon bald auf einer unvergesslichen Reise, die sie von der überfüllten Straße New Orleans zu den Bayou-Sümpfen und antiken Maya-Ruinen führt. Sie spielt eine Schlüsselrolle in der turbulenten Geburt einer neuen Nation, wobei sie nicht nur für ihre eigene Freiheit kämpft, sondern auch für die ihrer Mitbürger. Ja, schönes Teil auf jeden Fall auch. Auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Und dann zum Schluss haben wir jetzt im Jahr 2018 kam hier raus die Kenway-Büste. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Und diese Kenway-Büste ist nämlich streng limitiert auf 8000 Stück. Und auch hier haben wir auch ein Zertifikat beiliegen. Da bin ich schon sehr gespannt. Auch diese Figur ist 19 cm groß. Und die Figur eben von Kenway kommt in Black Flag vor. Der gute Edward Kenway. So schaut die Figur aus. Schon mal von der Seitenansicht. Und hier nochmal an die Büste. Und auch hier gibt es wieder eine kleine Beschreibung. Wir schreiben das Jahr 1715, Piraten beherrschen die Karibik und haben ihre eigene gesetzlose Republik gegründet. Und diesen Ausgestoßenen befindet sich ein heißblütiger junger Captain namens Edward Kenway. Sein Kampf um Ruhm und Ehre hat ihn den Respekt von Legenden wie Blackbeard eingebracht, ihn aber auch in den uralten Krieg zwischen Templern und Assassinen hineingezogen. Denn nun droht das goldene Zeitalter der Piraterie zu beenden. Ja, das ist eben schon mal die Geschichte zu Edward Kenway
mit einer meiner Lieblings Assassin's Creed Spielen, Black Flag, ganz ehrlich. Und so, das waren jetzt schon mal die ganzen Figuren, Kartons. Und jetzt mache ich mal kurz einen Klapper. Und jetzt packen wir den mal ganz fix aus. Bis gleich. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe es mir alles schon ausgepackt und ich bin wirklich von diesen Figuren sehr begeistert. Manche auch wirklich richtig. Ja, ich habe es mir endlich alle ausgepackt, war eine Heidenarbeit, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und muss gestehen, echt, diese Figuren sind wirklich auch richtig überragend geil geworden, manche auch extrem schwer. Und wir fangen jetzt einfach auch mal an mit der allerersten, nämlich mit Ezio Auditore, genau, und eben dieser allerersten Büste, die jetzt hier rauskam, und die ist hier wirklich extrem wertvoll geworden, diese Figur, Wahnsinn. Also ich glaube, bei eBay habe ich sie für knapp 200 Euro gesehen, Mondpreis, sage ich jetzt dazu mal, aber die Figur ist wirklich echt richtig steil gemacht, allein schon diese Verzierungen hier unten von dem Assassin's Creed Logo ist wirklich überragend, auch hier der. Das hier ist auch aus Stoff, fühlt sich so an. Und auch das Gesicht ist so ein bisschen in der Kapuze wegen versteckt, aber auch das schaut euch die Steine aus. Auch natürlich hier diese ganzen Falten vom Kragen. Also wirklich eine sehr beeindruckende, wunderschöne gestaltete Figur. Sehr detailreich auch. Eben hier die Arme, für natürlich ist natürlich völlig klasse, eine Büste. Und auch hier dieser Umhang fühlt sich auch ledrig an. Hier. Also es ist wirklich eine richtig tolle Figur geworden. Hier auch hier eben dieser Umhang noch weiter mit der Schnalle. Auch hier natürlich auch hier der Gürtel noch. Auch hier sieht man auch die ganz kleinen Feinheiten, auch diese Gürteltasche. Also richtig tolles Teil auf alle Fälle. Und so schaut es mal im Ganzen mal aus. Ich kann es jetzt auch hier mal drehen auf dem Sockel. Also schaut wirklich bombastisch aus. Und für mich eine mit von den schönsten Büsten jetzt hier. Und ja, den Sockel kann man eben wieder, wie gesagt, abnehmen. Hier unten mal ein kleines Assassin's Creed Logo. Und man kann jetzt eben die Figur hier abnehmen. Warum auch immer, ich weiß es wirklich nicht. Man könnte es natürlich auch so hinstellen. Aber ganz ehrlich, es schaut einfach so blöd aus, ganz ehrlich. Und deswegen am besten immer mit Sockel lassen. Und so schaut es auch wirklich sehr, sehr edel aus. Ja, das war schon mal die Figur von Ezio Auditore. Und wir machen dann direkt weiter mit der Figur von Ezio, dem Mentor, der 52 Jahre alt ist. Und die Figur ist hier schon mal richtig schwer geworden, sehr robust und auch sehr massiv schaut sie aus. Hier natürlich auch ein alter eben Ezio, wie gesagt, hat auch einen grauen Bart bekommen. Die Robe ist jetzt eben so ja, grünlich gehalten. Hat auch ein Fell außenrum noch, weil er schon etwas älter ist. Er friert jetzt ganz gern mal. Und natürlich auch hier die Verzierungen von diesem Umhang, auch hier sehr stark gemacht. Auch diese Gürtelschnalle geht hier komplett rum, auch bis runter über den Rücken. Und hier führt es ihn dann zusammen. Also auch hier die Verzierungen von diesem Mantel auch sehr schön gestaltet, wie ich finde. Und auch hier eben das Fell. Man denkt wirklich, es ist Fell, aber es ist trotzdem aus hartem Kunststoff. Auch hier oben dann die Mütze. Auch hier eben eine wunderschöne Verzierung von der Kapuze. Also ganz ehrlich, auch hier diese ganzen Verzierungen von den Gürteln, Schnallen mit dem roten Tuch. Es schaut wirklich alles sehr realistisch aus und gefällt mir auch verdammt gut. Nochmal zum Gesicht. Das ganze Gesicht schaut hier so aus. Hier sieht man ein bisschen besser. Ist nicht so extrem in der Kapuze eingehüllt. Und man sieht natürlich auch hier sein Alter natürlich eben auch an. Und deswegen hier auch der Ezio als Mentor. Ich drehe nochmal ganz kurz über mit der Sockel mal rum.
So schaut die ganze Figur aus. Und natürlich auch richtig schönes Teil auf alle Fälle. Und ja, das war der Ezio als Mentor und richtig tolle Figur. Und freue mich jetzt schon, die mit zu Revelations hinzustellen. Ja, und weiter geht's mit dem Altair. Da kam als nächstes dann raus, eben hier der Held aus dem allerersten Assassin's Creed. Auch dieses Spiel war für mich am Anfang, weil ich mich nicht kaufe, aber durch den lieben Greili, habe ich gemeint, komm, schau, kauf das Spiel, ist echt gut geworden. Und dann seitdem bin ich wirklich hier komplett angefixt auf Assassin's Creed. Also ich bin hier eigentlich wirklich Fan der allerersten Stunde mit dabei gewesen. Und muss sagen, auch dieses Spiel hat mir gefallen. Natürlich war hier viel alles gleich. Die ganzen Missionen waren fast gleich. Immer musste in jeder Stadt dasselbe machen. Aber es war wurscht. Es war einfach eine coole Optik. Es war eine coole Grafik. Und auch das ganze Meucheln war richtig steil gemacht. Ich bin eigentlich kein so großer Meuchelmörder, so schleichen. Aber bei dem Spiel macht es echt extrem viel Spaß. Und ja, hier jetzt eben der Altair. Hier in einer zusammengeschnürten Robe und auch natürlich Kapuze. Und hier erkennen wir auch sehr gut das Gesicht von ihm mit seiner Narbe am Mund. Auch hier wurde das Ganze schön designt mit dem Umhang. Der ist hier eigentlich komplett in weiß gekleidet, das ganze Umhang von Altair. Auch hier die ganzen Wurfmesser stecken hier noch drin. Das kann man hier natürlich nicht rausnehmen. Die ist natürlich fest integriert an dem Gurt. Und eben auch hier noch der Schutzpanzer, natürlich auch hier so gut zu erkennen. Und auch hinten auch sehr cool gemacht, haben hier eben dieses lange große Schwert und noch weitere Wurfmesser. Auch das schaut wirklich sehr klasse aus. Die, auch die Verzierungen hier an der Robe, natürlich hier auch bei den Armen, auch hier wunderschön gestaltet. Also da muss ich echt sagen, auch diese Figur haben sie auch richtig toll hinbekommen und schaut wirklich richtig klasse aus. Ja, auch nochmal hier nochmal ganz kurz drehen mit dem Sockel. Auch hier die Brusttasche, auch sehr cool, diese Umhangetasche. Also muss ich sagen, finde diese Figuren echt richtig toll und bin jetzt echt froh, hier noch einen Comic geholt zu haben, bevor die alle noch extrem am Preis steigen. Denn bei den meisten Figuren von Assassin's Creed ist es wirklich so der Fall, dass die sehr hoch im Preis steigen. Ja, weiter geht's dann mit dem Assassin's Creed 3, mit der Connor-Figur von Assassin's Creed 3. Auch die schaut richtig cool aus. Wir haben hier auch wieder dieses coole Assassin's Creed Logo unten drauf von den Assassinen. Wir haben hier eben dann die Pfeile, die wir herausstecken, sind ein bisschen weich. Da muss man aufpassen und abbrechen. Aber auch hier haben wir auch das Gesicht. Und ich muss mal so drauf rausholen. Sorry, da bin ich wieder, bloß die Emma ist gerade vorgekommen und wollte eigentlich zum Beispiel ins Bett. Deswegen müssen wir jetzt kurz weitermachen. Also Emma liegt jetzt wieder im Bett und schläft weiter. Und jetzt geht's weiter hier mit der Connor-Figur von Assassin's Creed 3. Auch die, muss ich sagen, ist richtig top geworden. Hier ist so auch wieder das Gesicht sehr in der, im Umhang zumindest, in der Kapuze wieder reingegangen. Also man erkennt sie da recht schlecht. Aber ein bisschen, wenn man es schräg hält, erkennt man es trotzdem ganz gut. Auch hier die Verzierung schaut auch wirklich richtig cool aus. Hier mit diesen ganzen Knöpfen. Und hier, das ist jetzt ein Squid-Logo. Also auch richtig coole Weste auch mit dabei. Und hier natürlich auch hier an der Umhang geht hier noch hinten weiter. Und hier an der Köcher auch sehr schön verziert mit so Lederoptik. Schaut das aus. Auch wenn man drüber ist, fühlt sich an wirklich wie Leder. Und eben dann die Pfeile und Bögen, Pfeil und Bogen, Pfeile, nur die Pfeile, ohne Bogen. Auch sehr schick, auch hier, denke mal, es geht auch wirklich tief rein. Aber es ist hier trotzdem ganz gut zu erkennen, dass es nicht so weit reingeht. Und hier geht es noch weiter, auch hier die Verzierung wirklich, also auch richtig tolle Figur auf jeden Fall. Und auch hier tue ich mal ganz kurz drehen. Und finde auch diese Figur sehr schön gestaltet mit diesem ganzen Blauton jetzt hier auch bei dieser Figur. Finde ich hier klasse. Man merkt auch direkt den Unterschied zwischen der neuen Trilogie, also jetzt hier den amerikanischen Bürgerkrieg und natürlich hier mit Ezio Auditore noch und Altair, die können auch zusammen. Und hier mit dieser neuen Optik schaut es auch richtig stark aus. Ja, das war auf jeden Fall der Connor Büste. Und jetzt geht es weiter mit der Evelyn.
die eben jetzt hier bei Liberation mit dabei ist, die schon ein bisschen, ganz ehrlich, ein bisschen langweilig aus. Hätte ein bisschen mehr Wald. Hier haben wir nicht viel Verzierungen dabei. Also an einem Schwert und einem Messer suchen wir hier leider vergebens. Dafür haben wir hier einen coolen Kopfschmuck. Mal keine Robe, mal auch kein Umhang, sondern eine Mütze. Ein Dreizack oder ein Drei, wie heißen die Dinger? Ihr wisst, was ich meine. Und natürlich hier eben ein weibliches Gesicht diesmal. Wir haben hier auch ein bisschen Oberweite, wie man sieht. Ganz schön, ne? Auch natürlich hier auch verziert das Dekolleté hier oben. Auch mit diesen ganzen Schnallen. Und auch hier noch natürlich dieser Gurt, der ist auch hier recht lock, wie ihr seht. Kann man auch hin und her bewegen. Also es schaut auch hier wirklich sehr cool aus. Hinten haben wir ihre Haare, die langen Dreadlock-Haare. Also auch das schaut wirklich sehr schön aus. Und macht auch wirklich Lust auf mehr, das Spiel nochmal zu spielen. Und es kommt ja jetzt bald eine weitere, also es ist schon rausgekommen, auch eine weitere Evelyn-Figur mit dem Krokodil. Und das steht schon hinten eingepackt für mich zu Weihnachten. Also nach Weihnachten gibt es davon auch eben ein Unboxing wieder dazu. Ich freue mich schon, das Ding auszupacken. Das schaut wirklich übelst geil aus. Ja, aber ich darf es nicht vorher auspacken. Hat sie gemeint, nein, das packst du erst aus nach Weihnachten. Also gut. Wir müssen ein bisschen gedulden, aber das Video wird auf jeden Fall noch kommen vor Silvester. Ja, so schaut die ganze Figur aus. Also richtig tolles Teil auf jeden Fall auch. Und ja, bin auch so froh, die jetzt zu haben. Ist jetzt nicht so schön wie die anderen jetzt, ganz ehrlich. Ist ein bisschen kahler gemacht worden, aber passt natürlich auch zu der Figur. Ja, und zum Schluss haben wir noch hier den Edward Kenway. Die letzte Figur von bisher von der Legacy-Reihe. Und die muss sagen, ist wirklich richtig geil geworden. Ist auch wirklich verdammt schwer, genauso schwer wie die von Ezio Mentor Version. Auch richtig schweres Teil. Und hier haben wir eben jetzt auch ein Zertifikat mit dabei liegen. Das Ganze schaut hier so aus. Und so schaut das Zertifikat aus. Willkommen in der Bruderschaft. Und ich habe die Nummer 3408 von 8000 Stück. So schaut das Zertifikat aus. Sehr schön. Kommt auf jeden Fall auch mit in die Vitrine rein. Und jetzt schauen wir uns dann die Figur nochmal an. Und die ist wirklich auch richtig, also richtig schwer. Mindestens 500 Gramm wiegt das Teil. Und hier nun dann die Figur an sich. Das Gesicht erkennen wir hier auch etwas schwieriger wie in der Kapuze. Aber hier die Verzierung mit diesen Pistolen an dem Halfter ist wirklich sehr steil gemacht worden. Auch diese Gürtelschnallen, ist schon alles so echt aus und vor allem so detailreich. Also hier haben sie sich wirklich auch extrem viel Mühe gegeben. Und für mich auch eine mit von den schönsten Figuren von diesen kompletten Büstenreihen, ganz ehrlich. Und auch hier dieser komplette Umhang nochmal durch auf dem Boot. Ist ja auch komplett in Schwarz gekleidet. Und hier geht es dann weiter. Und hier oben dann an dem Gürtel haben wir auch noch einen Totenkopf hängen. Auch der schaut sehr metallisch cool aus. Also absolut geiles Teil. Wirklich auch hier um diese rote Gürtel noch. Also hier kann man echt sagen, schöne Figur auch. Und auch hier ein bisschen das blonde Haar kommt hier auch ein bisschen zur Geltung. Und ich hoffe jetzt auch inständig noch die anderen Figuren auch noch kommen hier. Der gute von Origins und natürlich auch von Odyssey, habt ihr auch solche Legacy-Büßen bekommen, sind wir fragt, ich bin gespannt. Wäre natürlich cool, aber bisher denke ich jetzt eher mal nicht. Denn es kam ja auch ein extrem viel raus von diesen Spielen und würde mal sagen, langt auch erstmal. Und ja, das auf jeden Fall jetzt noch die Kenway-Büste gewesen. Auch die schaut richtig steig aus und muss gestehen, die beiden hier, also der Mentor und, nee, der Mentor, sondern der normale Ezio, diese beiden Figuren gefallen mir persönlich am besten mit, weil sie am besten schön verziert sind und schauen wirklich echt edel aus. Und kann nur sagen, wer ihn noch bekommt, holt es euch auf jeden Fall als Assassin's Creed Fans auf jeden Fall einen Muss. Und ja, das waren auf jeden Fall jetzt die ganzen Assassin's Creed Figuren, zumindest Büsten, die rausgekommen sind von der Legacy Collection. Wie findet ihr diese ganzen Büsten? Findet ihr sie eigentlich eher langweilig oder findet ihr auch ganz cool, wenn sie nebeneinander stehen? Also ich persönlich wollte sie mir eigentlich nicht besorgen, aber jetzt, nachdem ich jetzt eigentlich doch alle habe, und so um die Ecke guckt, schauen sie wirklich extrem verdammt geil aus. Und in der Vitrine kommt sie schon extrem gut rüber. Ja, das war's von mir von Assassin's Creed Figuren von der Legacy Collection Reihe. Mal gucken,
was es dann zu Weihnachten von meiner Frau zu Weihnachten gibt als Figuren-Update von Assassin's Creed. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie verrückt. Hoffentlich ist bald Weihnachten. Und ja, das war's von mir und bis dann. Tschüss mit Ü und Beep.